Herzlich willkommen zu meinem Video Bilder im Geschichtsunterricht. Und hier geht es jetzt insbesondere um Bildtypen und darum das Thema Historienbild. Hier haben wir jetzt ein Historienbild, das beschreibt dann eine Zeit, die schon länger zurück ist. Und dieses Beispiel hier zeigt hier eine Darstellung der sogenannten Satzschlacht von Wien 1683, das heißt der zweiten Türkenbelagerung des Jahres 1683, bei dem die Türken die Osmanen in Wien belagert hatten, aber dann durch die Heere des polnischen Königs Sobieski und der Habsburger oder überhaupt auch zusätzlich der Truppen aus dem Heiligen Römischen Reich es geschafft haben, dann die osmanische Armee bei Wien zu besiegen und von dort aus gehen dann eben den Aufstieg des Habsburgerreiches zur Großmacht und dann letztlich einzuleiten. Was wird hier dargestellt? Es werden hier die einzelnen Heere werden hier dargestellt. Von rechts her kommen dann die Entsatzarmee, dann hier die lokale Darstellung hier Wien in der Mitte und dann die Berge, die eben dann und Hügel dementsprechend die Wien umgeben, dann die Donau, die Befestigungsanlagen, die Grabenkämpfe und so weiter, die Zelte, all das wird dargestellt und dann hier im Vordergrund kann man das am Halbmond betrachten, dann zum Beispiel ein Zelt vielleicht eines Oberbefehlshabers der osmanischen Armee. Wozu fordert jetzt diese Abbildung auf? Sie fordert auf dazu, diesen Kampf als spannend zu erachten, mit dem Hintergrund, dass hier die Sichtweise der Habsburger dargestellt wird und ihrer Verbündeten, die in einem starken Vormarsch dann die osmanische Armee dann letztlich dann drängen kann. Und dieser Sieg, der hier verherrlicht werden sollte, ist ganz im Sinne des Auftraggebers und der Künstler richtet sich dementsprechend dann auch nach den Wünschen des Auftraggebers. Ja, danke für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns sicherlich bald wieder im nächsten Video.